Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ich so schnell spreche, dann wisst ihr, ich habe nur 3 Minuten Zeit, um so viele Fragen wie möglich von euch zu beantworten. Los geht's! Erste Frage. Kann ich mich in eine wartende Bahn setzen, ohne ein Ticket zu lösen und vor der Abfahrt wieder aussteigen? Es wurde ja noch keine Dienstleistung erbracht und demnach wäre Erschleichen von Leistungen nicht zutreffen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Tat schon dann verwirklicht, wenn ihr die Zugangskontrolle umgangen habt, also durch die Türen entsprechend eingestiegen seid oder hinter eine Tür entsprechend gegangen seid. Aber manchmal regelt das auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bahn. Aber schon das Reinsetzen müsste reichen und wieder rausgehen, das wird schwierig. Im Übrigen kannst du dich ja nicht mal reinsetzen mit einem gezogenen Ticket wegen der 2-Minuten-Regel, die ich hier näher für euch erläutert habe. Ist es erlaubt, in der Bahn jemanden anzufurzen? Das kann Beleidigung sein. Und das Schöne an diesem Kanal ist, dass wir schon 2000 Videos haben. Und insofern haben wir auch zum Flatulenzen ein Video gemacht. Kann Anfurzen Beleidigung sein? Hier das Video von WBS. Also, nächste Frage. Darf man sich gegen einen Minderjährigen wehren? Natürlich darf man sich auch gegen einen Minderjährigen wehren, wenn es einen Angriff gibt und ein Minderjähriger greift euch an. Ihr befindet euch in einer Notwehrsituation. Gibt es keinerlei Regelungen, dass ihr euch nicht auch gegen einen Minderjährigen verteidigen dürft. Es kann natürlich sein, dass ihr dann wegen eurer Überlegenheit aufpassen müsst, dass ihr die Notwehrsituation nicht überschreitet und selber dann zu einem Angriff übergeht. Aber wehren ist natürlich auch gegen Minderjährige möglich. Gute Frage. Dürfen Lehrer einen auslachen? Naja, wenn ihr einen Witz gemacht habt, dann können die Lehrer natürlich über euren Witz lachen. Euch auslachen, vor der Klasse vorführen geht natürlich nicht, denn natürlich haben auch Schüler Persönlichkeitsrechte und die werden verletzt, wenn Lehrer die Schüler lächerlich machen vor der Klasse. Das würde nicht funktionieren, da könnte man sich wehren als Schüler. Mache ich mich strafbar, wenn ich zum Beispiel ein Poster in einem Geschäft kaufe, dieses kopiere und teurer verkaufe, als ich es gekauft habe? Nein, machst du nicht. Wenn du es kopiert hast, dann hast du die Kopie des Posters, das ist in Ordnung. Es ist eine private Kopie. Das Poster kannst du nachher weiterverkaufen. Es ist der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht eingetreten. Das Poster gehört dir, diese einzelne Kopie gehört dir und du kannst sie dann nachher teurer wieder weiterverkaufen. Was nicht so ohne weiteres möglich ist oder noch ein anderer Trick ist ja, den viele machen, bestellen sich eine CD, dachten erstmal, sie wollen sie behalten, kopieren sich die schon, machen eine Privatkopie, überlegen sich dann, ach, ich will die doch nicht behalten. Im Rahmen des Widerrufsrechts schicken sie die CD zurück und haben immer noch die Kopie. Selbst sowas ist ja möglich. Man darf nur nicht die CD bestellen und weiß schon, dass man kopieren will. Das wäre nicht möglich, dann klappt der Widerruf nicht. Eventuell nicht. Dürfen Lehrer die unnütz verbrauchte Zeit messen und dann am Schulschluss anhängen? Die unnütz verbrauchte Zeit. Ja, was ist unnütz verbrauchte Zeit? Nein, Lehrer dürfen nicht so ohne weiteres hinten dranhängen. Sie dürfen natürlich schon mal in Pausen reingehen und in Pausen unterrichten. Das haben wir hier in diesem Video einmal erläutert. Aber dass die jetzt unbegrenzt Zeit hinten dranhängen, weil sie der Meinung sind, ihr hättet nicht genügend aufgepasst und sie finden das als unnütz. Das geht natürlich nicht. Ja, ich sehe es schon auf einen Blick. 6 Fragen habe ich beantwortet. Das ist ein guter Schnitt. Damit bin ich soweit zufrieden. Nächste Woche werde ich mich bemühen, noch eine Schippe draufzulegen, noch schneller die Fragen in 3 Minuten für euch zu beantworten. Einstweilen danke für eure Fragen. Schickt die unter dem Hashtag ChallengeWBS irgendwo in die sozialen Netze. Wir finden die und die landen dann hier in diesem Topf drin. Wir sehen uns morgen schon wieder auf diesem Kanal. Gebt uns gerne einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da, falls euch das Ganze hier gefallen hat. Danke, tschüss und bis dahin.